Eigentlich, meine Damen und Herren, hätten wir uns heute in Pforzheim zusammengefunden. Minister, Regierungspräsidentin, Abgeordnete, Oberbürgermeister, die Tunnelpatin, Vertreter der Baufirmen, Minöre, Bauarbeiter, Vertreter der Presse. Ganz viele Interessierte wären heute eigentlich zusammengekommen, aber Corona führt dazu, dass wir uns heute nicht vor Ort treffen können. Aber wir wollen uns dann doch mit diesem Video an Sie wenden, denn es ist doch ein feierlicher Anlass, der eigentlich begangen werden sollte. Denn die Pforzheimer warten seit vielen Jahren auf Entlastung von Verkehr. Ich weiß es als Baden-Württemberger, als jemand aus der Nachbarschaft. Und es ist gut, dass es vorangeht. Am 24. Mai 2019 haben wir uns getroffen zum Tunnelanstich, zur Freigabe des zweiten Teilabschnitts der Westtangente Pforzheim. Die Tunnelpatin Monika Boch waltete ihres Amtes, hat sicher seitdem auch die Baustelle weiter gut begleitet, die Bauarbeiter, die Minöre gut unterstützt. Und heute können wir sagen, der Bau ist im Plan, sogar sehr gut im Plan. Wir feiern heute den Tunneldurchstich. Der Bund investiert rund 90 Millionen Euro, aus unserer Sicht gut investiertes Geld, und Sie bekommen damit ein Tunnelbauwerk, das höchsten Sicherheitsanforderungen genügt. Ich wünsche den Bauarbeiten einen guten, einen unfallfreien Verlauf, und ich freue mich, wenn wir uns in circa 3 Jahren dann tatsächlich alle wieder vor Ort treffen können, um dann die Verkehrsfreigabe zu feiern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Durchbruch des Arlinger Tunnels. Nach nur 1,5 Jahren können wir schon den Durchbruch feiern am Tunnel, im Tunnel. Wir würden es eigentlich gern live machen, geht aber nicht. Vor 1,5 Jahren waren wir zusammen beim Beginn des Projektes. In rund 3 Jahren wird es fertig sein. Man kann aber auch sagen, nach langen Wartezeiten, ja, kann sagen, jahrzehntelangen Wartezeiten, ist es in den letzten Jahren mit der Westtangente doch ziemlich zügig vorangegangen. Und das ist ja auch ein wichtiges Projekt für Pforzheim, für die Entlastung der Stadt Pforzheim, für die Anwohner, die an den Durchgangsstraßen leben müssen und die den Verkehr der Bundesstraße 463 ja auch ertragen müssen. Die Westtangente ermöglicht das, dass man am Pforzheimer Zentrum vorbeifährt und zur Autobahn kommt oder von der Autobahn runterfahren kann und direkt Richtung Nagoldtal, Ennstal fahren kann. Insofern glaube ich, es ist eine wichtige Entlastung. 16.000 Fahrzeuge sind da unterwegs. Und das war auch der Grund, weshalb dann am Ende die Westtangente eben gebaut wird. Und auch wenn manche das immer noch kritisieren, aber ich glaube, das kann man begründen. Natürlich ist es auch ein schwerwiegender Eingriff in die Landschaft. Deswegen gibt es erhebliche Ausgleichsmaßnahmen, zum Beispiel zwei Grünbrücken, eine über die B463 und eine über die Autobahn A8. Also wir tun auch schon was, damit eben der Schaden, der durch Straßenbau durchaus angerichtet werden kann, in der Natur wieder aufgehoben wird. Dass also zum Beispiel eine Wiedervernetzung stattfindet über die Grünbrücken. Also in diesem Sinne, glaube ich, sind wir ganz gut vorangekommen. Ich rate der Stadt Pforzheim und der Einwohnerschaft, dass sie heute schon beginnen, darüber nachzudenken, was sie denn mit der jetzt nicht mehr so belasteten Straßeninfrastruktur innerorts machen, wie sie das so umbauen können, dass Lebensqualität entstehen. Denn was nützt die schönste Umgehungsstraße, wenn am Ende gleich viel oder ähnlich viel Verkehr wieder durch die Stadt fährt, weil es so geschickt ist? Also machen Sie was draus. Alles Gute. Ich möchte mich zum Schluss bedanken beim Bund, der sehr viel Geld für das Land, für die Region, für Pforzheim zur Verfügung stellt, damit dieses Projekt fertiggestellt wird, bei allen, die betroffen sind und ganz besonders bei denen, die diesen Tunnel bauen, bei den Minören, bei den Bauarbeitenden in den Firmen, bei den Planern, bei unserer Straßenbauverwaltung, beim Regierungspräsidium und seinen Mitarbeitern. Und Ihnen allen zusammen wünsche ich jetzt alles Gute, einen guten Verlauf und übrigens bleiben Sie gesund. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier mitten im Arlinger Tunnel. Sie sehen hinter mir die Ortsbrust bereits verkabelt für die nächste Sprengung, um Strosse und Sohle weiter freizuräumen. Oben die Kalotte, die bereits freigeräumt ist. Dieser kleine Video ist ein Ersatz für eine kleine Feier zum Durchstich des Tunnels. Der Arlinger Tunnel, 1,3 Kilometer lang, in bergmännischer Bauweise gebaut. Das heißt, verschiedene Vortriebstechniken wurden hier angewendet und natürlich auch Sprengungen, wie man sieht. 330.000 Kubikmeter Erde und Fels sind hier rausgeschafft worden. Und da ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die diese Arbeit unfallfrei sowohl hier unten als auch oben bisher geleistet haben.
Wozu dieser Arlinger Tunnel, wozu die Westtangente? Wir wollen Pforzheim vom Verkehr entlasten und die Ennstal-Gemeinden besser anschließen. Die soll zügiger laufen und da ein kleiner Blick in die Zukunft. Wo stehen wir gerade? Außer hier beim Arlinger Tunnel sind wir, die Straßenplaner des Regierungspräsidiums Karlsruhe, an der Ausführungsplanung zum letzten Teilstück der Westtangente. Das heißt, es ist wirklich dann auch der letzte Schritt, bevor die Baumaßnahmen beginnen. Und wir haben dann Ende 2023 die Möglichkeit, von der Autobahn direkt an die Bundesstraße 294 anzubinden. Wir wollen damit Pforzheim eben eine Erleichterung verschaffen. Und wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen, die hier mitgewirkt haben, an Planung und Bau und vor allen Dingen auch an all diejenigen, denen die Baustelle auch zur Belastung geworden ist, an die Anwohnerinnen und Anwohner. Jede Baustelle ist mit Dreck und Erschütterungen und Ungemach verbunden. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Geduld. Und für diese Baustelle wünschen wir allen ein gutes gemeinsames Mitwirken weiterhin, eine gute Arbeit, dass alles so gut vorangeht, wie es bisher gelaufen ist und vor allen Dingen unfallfreies Arbeiten für alle. Glück auf. Vielen Dank.